Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München, Ihr Servicemagazin rund um die Landeshauptstadt auf München TV. Der Winter hat uns fest im Griff. Auch im Tierpark Hellerbrunn haben die Tiere auf die frostigen Temperaturen entsprechend reagiert. So manche Spezies trotzt jetzt noch draußen Schnee und Eis, doch die meisten haben sich nach drinnen in ihre bachelwarmen Häuser verzogen. Zu sehen gibt es trotzdem auch aktuell viele unterhaltsame Episoden, wie unser folgender Bericht zeigt. Ein Schubkarrenschnee für die Gorillas und die Frage, was wird jetzt wohl passieren? Hochspannung im tropischen Urwaldhaus. Gibt's jetzt gleich eine richtige Affengaudi, eine tierisch spaßige Schneeballschlacht? Wir warten geduldig, doch weit gefehlt. Nicht mal ein Schneemann wird gebaut. Bestenfalls probieren die Gorillas, ob in den Haufen was Köstliches zum Fressen drin ist. Die Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans sind ja von ihrem natürlichen Lebensraum her Wärme gewöhnt. Deswegen kommen die im Winter gar nicht raus. Also sobald die Temperaturen unter 10, 15 Grad fallen, bleiben die drinnen. Man merkt ja auch, hier ist es wohlig warm. Und dann dachten wir uns heute mal, wenn die nicht zum Schnee kommen, dann kommt der Schnee eben zu den Gorillas. Ein Versuch war's wert. Insgesamt zeigen die Affen der weißen Pracht dann doch eher die kalte Schulter. Und so gut schmeckt der Schnee auch nicht. Da mundet ein leckerer Lauch schon bedeutend besser. Das sind westliche Flachlandgorillas. Es gibt Berggorillas und Flachlandgorillas. Hier in Hellerbrunn haben wir 6 Weibchen und 2 kleine Jungs hinten in der Anlage. Der natürliche Lebensraum sind die Tropen, also tropischer Regenwald. Dementsprechend ist es dort deutlich viel wärmer als hier momentan. Die Weibchen können 70 bis 90 Kilogramm schwer werden, die Männchen deutlich schwerer, bis zu 200 Kilogramm. Aber wir hier in Hellerbrunn haben momentan, wie gesagt, nur 6 Weibchen und 2 kleinere Jungs. Ein heißer Tipp an kalten Tagen, das Urwaldhaus im Tierpark Hellerbrunn. 1870 Quadratmeter Dschungel mit tropischen Gräsern, Pflanzen und Tieren, die einen lebendigen Eindruck geben sollen von der Entstehung und Entwicklung des Lebens auf unserem Planeten. Hier kann man sich super gut aufwärmen. Es sind so angenehme, würde ich jetzt mal sagen, 20 bis 25 Grad. Wenn man ein bisschen länger bleibt, kann man sogar die Jacke ausziehen. Und man kriegt vielleicht auch so ein bisschen Urlaubsfeeling hier drin, weil es doch mit den Palmen und mit den exotischen Tieren doch ein bisschen sommerlicher ist als draußen. Wobei es aktuell draußen natürlich trotzdem einiges zu sehen gibt. Zum Beispiel drüben bei den sibirischen Tigern. Die beiden Prachtexemplare trotzen Schnee und Eis, fühlen sich besonders bei der Russenkälte pudelwohl. Jetzt erst recht. Die größten aller Raubkatzen gehen's gemütlich an. Bis minus 45 Grad halten es die sibirischen Tiger problemlos im Freien aus. Denen geht's super. Die genießen ja das kalte Wetter, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber denen ist lieber kalt wie warm. Das heißt, um die Jahreszeit sind die deutlich aktiver wie jetzt im Sommer bei plus 30 Grad. Da haben die dann eher so die Phasen, wo sie am ganzen Tag verschlafen und dann in der Nacht unterwegs sind. Und jetzt kann man hier deutlich sehen, wenn das weit unter Null geht, dann sind die den ganzen Tag aktiv. Die spielen ja viel miteinander, die lieben den Schnee, da rumzutollen. Die gehen sogar bei den Temperaturen ins eiskalte Wasser. Das macht ihnen überhaupt nichts. Das sind ein Männchen und ein Weibchen. Das Weibchen ist die Ahimsa, die ist 5,5 Jahre alt. Und der Jäger ist 6 Jahre alt, unser Männchen. Die kriegen zum Winter hin ein richtiges, dichtes Winterfell, eine richtige, dichte Unterwolle. Dadurch können die auch ins Wasser gehen, ohne zu frieren. Selbst wenn es Nacht wird, bleiben die beiden Landraubtiere hier in ihrem Gehege. Das Schlaflager ist die Tigerhöhle. Die müssen nicht rein, die brauchen keine Heizung oder so. Wir haben hier keine Heizung, es ist eine absolute Kalthaltung. Wir haben den Innenbereich eigentlich nur zum Füttern. Da kommen sie rein zum Fressen und danach gehen sie wieder raus. Den Rest des Tages sind sie hier in ihrer schönen Freianlage. Im Winter gehen die wirklich in die Höhle und kuscheln da zusammen. Wie gesagt, im Sommer liegen sie im Gras oben, ein bisschen verteilt, aber im Winter sieht man sie in der Früh, wenn man kommt, beide in der Höhle kuscheln. Und selbstverständlich lohnt sich bei einem Spaziergang derzeit durch den winterlichen Tierpark auch ein Blick in die verschneite Landschaft. Eine gute Ausbildung ist das Fundament für den beruflichen Erfolg. Und eine gute Ausbildung, die gibt's in München bei den Stadtwerken München. 140 junge Menschen beginnen jedes Jahr eine kaufmännische oder gewerbliche Lehre bei den SWM. Einer der 13 Ausbildungsberufe ist der Elektroanlagenmonteur. Was der eigentlich macht und wie die Ausbildung aussieht, wir zeigen es Ihnen.
Die SWM verantworten die sichere und zuverlässige Versorgung Münchens mit Trinkwasser, Energie und Telekommunikation. Viele hundert Hände greifen da Tag für Tag ineinander. Darunter auch die Fachleute, die Leitungen und Anlagen verlegen und warten. Die Elektroanlagenmonteure. So wie Robert. Er ist im zweiten Ausbildungsjahr bei den Stadtwerken München. Wir sind dann ab dem zweiten Jahr auch auf Versetzung draußen. Und da kommt man überall durch ganz München durch. Man lernt viele Leute kennen, man hat ganz viele verschiedene Arbeiten zu erledigen, also von von Zählerwerken über Mittelspannungsabteilungen, über alles, also alles Mögliche. Und man kommt halt gut rum, man lernt viele verschiedene Sachen und ja, es taugt einfach, macht Spaß. Mir bereitet es besonders Freude, für die Stadtwerke München zu arbeiten und in dem Bereich Glasfaser, weil ich meinen Freunden die Möglichkeit bieten kann, im Internet zu surfen und vor allem auch den restlichen Münchner Leuten innerhalb vom Mittleren Ring momentan Internet zu nutzen. Und deshalb sind wir weiter daran, München und den gesamten Bereich auszubauen, auch außerhalb vom Mittleren Ring. Im IT-Rathaus neben der SWM-Zentrale haben die Mitarbeiter einen Fitnessraum mit modernsten Geräten. Hier können sie in aller Ruhe ihren Körper trainieren. Manchmal hat man eher leichtere Sachen zu tun, manchmal muss man auch sehr anpacken, was natürlich sehr viel Spaß macht. Und ich habe dann auch öfters die Möglichkeit, im Fitnessstudio zum Beispiel ein bisschen zu trainieren, um mich für den Beruf noch fitter zu machen. Und es gefällt mir auch, dass es ein Beruf ist, wo man auch anpacken muss und es auch Spaß macht. Anpacken und Feingefühl, das sind die Zutaten, die einen guten Elektroanlagenmonteur ausmachen. Dazu kommen noch Wissen und Erfahrung. Das wird den jungen Menschen bei der Ausbildung weitergegeben. Die Ausbildung bei den Stadtwerken München ist über die Stadtgrenze hinaus angesehen. Doch vor der Ausbildung steht die Bewerbung. Und hier gibt es ein paar Dinge, die Interessenten berücksichtigen sollten. Technisches Verständnis sollte man mitbringen, gutes mathematisches Verständnis sollte man mitbringen. Ansonsten Teamfähigkeit brauchen wir, Kommunikationsfähigkeit. Man sollte mit anderen gut kooperieren können, zusammenarbeiten können und in der Gruppe sich gut zurechtfinden können. Also es geht um Strom, es geht um Spannung, es geht um Widerstände. Man sollte gerne mit Leitungen arbeiten können, mit Kabeln arbeiten können. Für einen Elektroanlagenmonteur zum Beispiel brauche ich einen qualifizierten Mittelschulabschluss. Gute Noten, Mathe und Physik wären wichtig. Und natürlich auch ein bisschen handwerkliches Geschick mitbringen, wäre von Vorteil. Robert und seine Kollegen haben das schon lange hinter sich. Neben der Ausbildung nutzen sie seit Anfang an auch die Sport- und Gesundheitsangebote, die ihnen die SWM bieten. Und bei uns, liebe Zuschauer, geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Veranstaltungen. Das Wichtigste aus den städtischen Kultur-, Sport- und Freizeitstätten. Zusammengefasst für Sie im Überblick. Ein Tag ist nur mit Gift und Galle schön. So ist das. Bist du ein Adams? Die berühmteste Gruselfamilie der Welt kommt nach München. The Addams Family, das Broadway-Musical, gastiert 2 Wochen im Deutschen Theater. Seit Jahrzehnten sind die Gruftis aus den legendären Cartoons von Charles Addams Kultfiguren. 2010 schließlich wurde der Stoff für den Broadway inszeniert und seitdem mehr als 700 Mal gespielt. Es geht darum, Wednesday aus der Addams Family verliebt sich in einen ganz normalen jungen Burschen. Und das ist natürlich ein Desaster. Das darf in dieser Familie nicht passieren, dass da einer aus einer normalen Familie in diese Familie käme. Und Wednesday will das unbedingt vor ihrer Mutter verheimlichen und vertraut sich ihrem Vater an. Und für ihn ist aber ganz unerträglich, dass er nun wiederum ein Geheimnis vor seiner Frau mit sich rumschleppen muss. Und so kommt eins zum anderen in dieser verzwickten Komödie. Ein schrecklich netter Clan erwacht zu neuem Leben. The Addams Family vom 14. bis 26. März im Deutschen Theater. Nach dem Sieg von Napoleon wurde Dresden mit Franzosen besetzt. Da hat sich der Kaspar David Friedrich
ins Elbsandsteingebirge zurückgezogen. Von Künstlern, Cowboys und Konsorten. Mit wenig Text, aber vielen poetischen Bildern. Wer Kaspar Western Friedrich in den Münchner Kammerspielen noch nicht gesehen hat, kann dies jetzt nachholen. Am Sonntag, den 22. Januar in der Kammer 1. Einsame Kuhhirten in großer Theatermaschinerie. Unerreichbare Horizonte und kollektive euphorische Erinnerungen. Eine Performance des französischen Regisseurs Philippe Ken als Sinnbild für den menschlichen Zustand innen und außen. Sie wallen geräuschlos auf, wie Fluten am Gestade, wogen höher und höher die Wandelbahre. Kaspar Western Friedrich, wieder am 22. Januar in der Kammer 1. Mit mehr als 328 Millionen Besuchern ist Holiday on Ice die beliebteste Eisshow der Welt. 1943 gestartet in Toledo, Ohio, kommt das Spektakel auch seit den Olympischen Spielen in München jedes Jahr in den hiesigen Olympiapark. So auch jetzt wieder mit der aktuellen Ausgabe Believe. Ja, Believe erzählt zum ersten Mal bei einer Holiday on Ice Show tatsächlich eine zusammenhängende Geschichte. Ich glaube, das ist was, auf das sich das Publikum ganz besonders freut. Ich weiß, dass der Wunsch schon ganz lange bestand. Und jetzt gibt es die Geschichte von Romeo und Julia, die berühmte Shakespeare-Geschichte, neu interpretiert auf dem Eis. Aber natürlich für Holiday on Ice mit Happy End. Holiday on Ice ist natürlich Familienunterhaltung und es ist eine Show und ich glaube, es ist genau richtig, die Zuschauer mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause zu schicken. Follow your heart. Insgesamt 8-mal in der Olympiahalle München, vom 8. bis zum 12. Februar. Nächste Woche in unser München, Wohnen für alle, das erste Projekt der Stadt wird bezogen. Schlüsselübergabe in der neuen GEWOFAG-Wohnanlage am Dantebad. Wer in die günstigen Wohnungen einziehen darf, sehen Sie bei uns. Für heute, liebe Zuschauer, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiterhin gute Unterhaltung mit unserem Programm auf München TV. Auf Wiederschauen. Es rockt. Die Stadtsparkasse München präsentiert Aktionen für junge Kunden. Es rockt bietet exklusive Events, attraktive Gewinnspiele sowie lukrative Vorteilsaktionen wie Tollwood-Festival, Kino-Events oder vergünstigte Eintrittskarten zu spannenden Spielen der Münchner Löwen. Es rockt. Vorsprung durch Wissen mit Seminaren und Workshops zu Finanzen und Karriere. Zum Beispiel, wie finanziere ich mein Studium oder fit für den ersten Arbeitstag. Es rockt. Das Programm der Stadtsparkasse München für coole Leute. Infos im Blog, auf Facebook und unter www.s-rockt.sskm.de oder in den 80 Filialen in unserer Stadt. Stadtsparkasse München, die Bank unserer Stadt. Das rockt!